Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir sind das letzte Mal nach der Quest mit Glyph stehen geblieben und sollten jetzt zurück nach Grandabrück. Ich habe offscreen einmal, ja, bin ich kurz hierher gereist, das war eine Sache von 30 Sekunden. Ist halt nervig, immer diese Ladescreens in der Folge zu zeigen. Und wieso muss ich jetzt niesen, Alter? Okay, ich hasse es, wenn es einfach nur in der Nase kitzelt. Jetzt entscheide ich, willst du raus oder willst du nicht raus? Ich glaube, er will nicht raus, okay. Dann reden wir jetzt doch einmal mit Soma. Und sagen ihr, wer ist denn nun der Verräter? Ist es Galen, Liv oder... Brina? Brina? Hieß die Brina? Birna. Birna hieß sie. Naja, fast. Ist dir in der Nacht des Überfalls etwas Seltsames aufgefallen? Wenn ich darüber nachdenke, eines der Langschiffe lag woanders als sonst. Weiter im Norden, am Flussufer. Wo genau war das? Nordöstlich von hier, am Ufer entlang. Ist aber ein paar Tage her. Vielleicht ist es nicht mehr da. Danke für die Info, auch wenn ich das alles schon weiß. Soma. Ich hab's herausgefunden. Denn die... Eivor, der Plan hat funktioniert. Einer von Wigmunds Anführern. Ich fand ihn schnüffelnd bei Grantas Hütte. Denk dran, du musst ihn nicht umbringen. Hab einfach Spaß mit ihm. Ich bin im Langhaus und plane die nächsten Schritte. Armer kleiner Junge. Weißt du nicht, wo dein Papa ist? Hm? Gottlose Heiden. Grantabrück liegt im Land von Lord Wigmund von Walledane. Die Stadt gehört rechtmäßig ihm. Armer Soldat. Der weiß gar nicht, was Heiden solchen gottgläubigen Männern wie ihm antun. Anscheinend kennt er die Geschichten nicht. Wir können ihn ja belehren. Sieh dir diese riesigen Hände an. Die geben ein hübsches Paar Handschuhe ab. Und sein Herz erst. Das Herz eines so großen Burschen kann eine sechsköpfige Familie eine Woche lang ernähren. Das macht ihn doch nicht unnötig Angst. Schneiden wir ihm die Kehle auf und bewässern den Garten mit seinem Blut. Herr im Himmel, nein! Er ist auf der Insel Ilge. All der Mann Wigmund ist da im Kloster. Ich schwöre es. Kloster auf der Ich hätte gedacht, dass es die ganze Nacht dauert. Fesseln wir ihn und lassen ihn verrotten. Da waren wir doch schon mal. Ihr verdammten Dänen! Der Herr wird euch aus diesen Landen vertreiben. Euch alle! Möge Gott euren Seelen... Oh! Warum? Diese diebische Ratte hätte uns verfluchen können. Das wollte ich nicht riskieren. Natürlich. Christen verfluchen nicht. Wigmund ist auf der Insel Ilge. Ich erstatte Soma Bericht. Ich habe einen eisernen Mann. Ey, was hatte Wigmunds kleiner Bursche zu erzählen? Wigmund hält sich im Kloster auf der Insel Ilge auf. Versteckt sich bei den Kirchenmäusen. Dann müssen wir einen Angriff planen. Doch ich greife nicht an, solange der Verräter, der im Hörig ist, noch unter meinem Dach weilt. Was hast du erfahren? Ich weiß bisher Folgendes. Was? Gehen wir mal die Hinweise aus Grandabrück hier. Eine Unbeteiligte. Eine Einheimische sagte, sie hätte jemanden vom äußeren Teil der Stadt Richtung Fluss rennen sehen, kurz vor dem Überfall. Hat sie erkannt, wer es war? Nein, im Nebel konnte sie nichts erkennen. Doch wer auch immer es war, wusste, dass etwas Schlimmes bevorstand. Ich habe eine Nachricht an die sächsischen Angreifer gefunden, dass sie gelb bemalte Langschiffe in Ruhe lassen sollen.
Abgesehen von kleinen Details gibt es nichts Gelbes an unseren Langschiffen. Wenn in den Fans ein gelbes Langschiff liegt, will ich das wissen. Bei deinem Geheimtunnel gab es viele Fußabdrücke. Der Eingang war mit gelber Farbe markiert. Wer immer dich verraten hat, hat also den Eingang zum Tunnel gelb angemalt und dann den Sachsen den Weg freigemacht. Okay, dann... Garlin nimmt seine Vision wichtiger als alles andere. Es grenzt an Besessenheit. Visionen sind wie Wolken. Jeder Mensch sieht etwas anderes in ihnen. Und Garlin misst ihnen hohe Bedeutung bei. Garlin sagte, er sei halb tot gewesen, als du ihn gefunden und sein Leben gerettet hast. Ja, die Menschen hielten ihn für verflucht. Er trieb im tiefen Wasser. Aber hat es nicht jeder verdient, ans Ufer gezogen zu werden? Garlins Langschiff wurde am Tag des Überfalls eilig mit gelber Farbe angemalt. Warum sollte er sein Langschiff anders kennzeichnen als alle anderen? Dann Liv. Liv wünscht sich, er wäre auch Anführer geworden und jetzt an deiner Stelle. Liv genießt einen hohen Stellenwert in meinem Clan. Als Schiffsbauer kann ihm niemand das Wasser reichen und das weiß er auch. Ein guter Punkt. Leaf missbilligt die Art, wie du Grantabrück führst. Unter mir blüht diese Stadt auf, zum Beispiel als geschäftiger Hafen für seine Langschiffe. Leaf sagte, seine gelbe Farbe sei gestohlen worden. Gelbe Farbe ist schwer zu bekommen. Er war außer sich, als das passierte. Ich fand ein leeres Fass gelber Farbe neben meiner Langbootrampe. In der Nacht des Überfalls wurde ein Schiff mit gelber Farbe markiert. Ein eigenartiger Zeitpunkt für einen frischen Anstrich. Aber es ist seine Arbeit, nicht wahr? Natürlich, aber es war nicht er, der dieses Schiff angemalt hat. Birna ist in dich verliebt. Nicht erwiderte Liebe ist ein mächtiges Gefühl. Birna war schon immer unberechenbar. Doch sie ist zu einer Kriegerin geworden, die sich nicht von Gefühlen in die Irre führen lässt. Birna hat im Langhaus getrunken, als der Angriff begann. Andere können das bestätigen. Wer einen Angriff erwartet, würde das wohl kaum tun. Jo. Also das würde selbst der größte Vollidiot nicht machen. Birna war einst Schmugglerin. Das ist kein sonderlich ehrenvolles Leben. Selbst die Geringsten unter uns haben Ehre. Das wissen wir Dänen wohl am besten. Ne, die habe ich schon alle, die Hinweise. So. Gut, ich glaube, wir haben genügend zu beschuldigen. Du warst sehr gründlich. Wer ist der Verräter? Es ist Garlin. Garlin hat dich verraten. Bist du dir sicher? Ja. Das wird das Schwerste, was ich je tun musste. Bleib bei mir, Eivor. Ich brauche dich. Ich würde selbst tun. Hast du in Grantabrück schier genügend Hinweise gefunden? Bist du bereit, den Verräter zu benennen? Das habe ich doch schon. Ich muss noch darüber nachdenken. Natürlich. Suche den ganzen Schier nach Hinweisen ab und sprich mit wem du willst. Wie gedenkst du damit umzugehen? Wie es eine Jarlskona muss. Jetzt geht's richtig weiter. Meine Familie, mein engster Kreis. Heute sorgen wir dafür, dass das, was uns widerfuhr, nicht noch einmal geschieht. Wir beenden Wiegmunds Leben. Doch nicht alle von uns. Denn man überlebt den Winter nicht mit einer Ratte in der Vorratskammer.
Galen. Du hast mich verraten, Galen. Das habe ich nicht. Du bist der Grund, warum ich atme. Du musst mich zu meinem Schicksal führen. Du musst mich zum Gipfel des Sieges bringen. Verwische mit den Geschichten, die du dir einredest. Ich habe keine Zeichen deines Schicksals gesehen. Doch ich sah, wie meine Leute abgeschlachtet wurden, die Stadt verwüstet wurde und deine Besessenheit uns Zerstörung brachte. Wie konntest du dein Schicksal, dein Streben wichtiger nehmen als uns alle? Er glaubte zu sehr ans Schicksal und zu wenig an uns. Bringt ihn fort. Fühlt sich an, als hätte ich mir einen Arm ausgerissen. Wiegmund verdient den Tod. Aber ihn zu töten, wird deine Familie nicht wieder vereinen. Glaubst du, das wüsste ich nicht? Es geht um die, die mir folgen. Wer sich mir anschließt, leistet einen Eid. Und wer ihn bricht, muss leiden. Wir schlagen am Rand der Insel Ilge unser Lager auf. Triff uns dort. Sie trägt die Bürde der Verantwortung auf der einen Schulter, die Liebe ihrer Leute auf der anderen. Okay. Dieser Verlust brachte sie aus dem Gleichgewicht. Es wird Jahre dauern, die Verbindung zu ihren Leuten zu heilen. Und doch ist sie von einer Last befreit, erleichtert. Sie ist eine Anführerin, keine Freundin, Eivor. Ihr Fehler war, dass sie dachte, sie könnte beides sein. Glaubst du, du kannst mit mir mithalten? Diese kurzen Unterredungen mit Odin finde ich halt auch sehr interessant. Aber gut. Galen wurde getötet. Die Insel der Aale. Nun geht es Wiegmund an den Kragen. Im Kloster auf der Insel Elge. Gut. Bisher gehabt. Willitumer. Ab, ich sehe von hier aus wirklich kein einziges Artefakt mehr. Vielleicht ist es auch nur ein Bug. Keine Ahnung. Ich finde das irgendwie anders. Oder später im Spiel, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Gut, also das Kloster haben wir ja schon geradet. Vor ein paar Folgen. So gefühlt 10 Folgen. Und wird sich vor den verlorenen Seelen der Toten rechtfertigen müssen. Soma. Soma. Eivor, du bist immer noch an meiner Seite. Das vergesse ich dir nie. Wir alle brauchen jemanden in dunklen Zeiten. Und jetzt holen wir uns Wigmunds Kopf. Gut. Beim ersten Anzeichen von Ärger stoßen meine Leute dazu. Machen wir es uns doch leichter.
Und holen meine Leute auch noch. Warte mal. Geht es noch über den... Ja, es geht noch ein Stückchen über den Fluss rüber, bis hier zu diesem Weg. Das ist leider auf der anderen Seite des Weges. What the fuck? Schade. Gut, jetzt müssen wir wieder laden, weil wir ewig weit geflogen sind mit Dünen. Wo waren die jetzt hin? Er versteckt sich oben auf dem Hügel. Ich kann ihn riechen. Ich hoffe, er mag die Aussicht. Es ist das Letzte. Und ich will sehen, wie du deinen Lebensfunken... Wigmund! Ich will sehen, wie du deinen Lebensfunken aushaust! Nein, du bist nicht Wigmund. Großartig! Wigmund! Ich will sehen, wie du deinen Lebensfunken aushaust! Spähe für mich in die Ferne, Sünd. Ist ganz viel so Kleinkram. Ist auch nicht Wigmund. Ich schätze mal, Wigmund ist wirklich im Haus. Wo war ich? Wigmund ist da drin. Gemeinsam schaffen wir das. Nice. Zack.
hier mal aufbrechen. Sigmund! Und er ist tot. Nice. Auf mit dir nach Jelheim. Haltet ihn auf! Den Heid! Den Wikinger! Stoppt ihn! Er will mich ausmerzen, mich aus euren Köpfen verbannen! So kämpft doch für mich! Sterbt für mich! Sterbt für mich! So bittet man aber nicht um Aufopferung. Ihr Leben für deines. Ist das das, was du willst? Ihre Leben sind unbedeutend. Kein Land, kein Reichtum, kein Titel. Aber mein Name lebt weiter. Der Ruhm eines guten Menschen stirbt nie. Doch dein Name taucht bald nur noch zum Fluch. Granterbrück. So sei es. Zu Lebzeiten verlieh mir mein Reichtum Macht. Im Tode mit meinem Namen zu fluchen, verleiht mir nur noch mehr. Mag ich auch sterben. Mein Orden lebt woanders weiter. Überall. Fügt euch! Gebt uns, was uns zusteht! Den Handel, den Reichtum, das Vermächtnis, alles! Fügt euch! Fügt euch! Fügt euch! Falls es eure Hölle wirklich gibt, freut es mich, dass du sie bald sehen wirst. Und Uri verpisst sich. Odin ist schon ziemlich badass. Wir sollten zum Lager, ehe ich mich vergesse und hier alles niederbrennt. In Zukunft muss ich mich in Angst machen. Häuser kommen neu gebaut und Felder neu bestellt werden. Dauert länger. Dafür hast du in mir und meinem Clan neue Verbündete gesucht. Das Ende des Sturms ist schon in Sicht. Ich weiß, dass du recht hast, nur... Brief an den Orden Edison. An den Orden. Es gab ein erneutes Aufbegehren. Die Dänen von Granterbrück haben sich durch Hilfe von außen zusammentun können. Sie haben die Stadt zurückerobert und meine Verbindungen gekappt. Ich bin abgeschnitten. Ich habe mich mit den Männern, die noch übrig waren, zum Kloster auf der Insel Elge zurückgezogen. Hier werde ich bleiben, bis du... Der Brief endet abrupt. Okay, genau, wir haben den guten Wigmund getötet und dadurch hier auf die Leier einen Hinweis bekommen. Eine beim Earl gefundene Nachricht. Komm bei deinem nächsten Besuch auf dem Marktplatz, werter Earl. Wenn ich nicht auftrete, verbringe ich dort meine Mußestunden. Stöbere in den Wagen, in den Waren und falsch mit den Händlern. Okay. Die Leier, der Wächter des Reichtums. Wir lassen uns nicht beirren. Gut, dann gehen wir mal zum Lager zurück. Da unten ist es noch, wer da wieder lebt, der nicht. Ganz gerne. Der Herr wird uns den Sieg bringen. Bart. Blockschaden. Komm, mein Freund, geh wieder auf die Beine. Oh, es war sogar Birna, die auf die Fresse gekriegt hat. Hey, halt ein! Für Gott!
auf zurück ins Lager. Der Sachse herkam. Eivor, du warst mein Licht in der Dunkelheit. Galin zu entlarven, seinen Verrat bloßzustellen, hat wie ein stiller Schrecken Besitz von mir ergriffen. Galen hat sich ein solcher Verrat ist schon eine Art von Tod. Galen hat sich selbst getötet. Das stimmt. Und ich fühle mich erleichtert. Eine Last wurde mir genommen. Doch mein Herz bleibt verletzt zurück. Ach, wo wir gerade sprechen, Eivor, fällt mir ein. Das hier ist für dich. Nimm ihn als Zeichen meines Danks, meines Respekts und meines Vertrauens. Mein Heer gehört dir, wenn du es brauchst. Ja, als Kona Soma. Ich danke dir zutiefst. Und es gibt noch etwas. Als wir den Angriff planten, nahm Birna mich zur Seite. Wir haben uns auf etwas geeinigt. Am besten erzählt sie es dir selbst. Auf bald, Eivor vom Rabenclan. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Grantabrück wieder. Vielleicht eines Tages. Und was möchtest du, Birna? Eivor! Birna, du hast heute einen großen Sieg errungen. Stell dich nicht in meinen Schatten, Dränge. Deine Klinge war die vorderste. Du bist wahrlich eine Naturgewalt. Wir haben alle hart gekämpft. Und nun gehört Grantabrück wieder euch. Ihr habt euer Zuhause zurück. Bald wimmelt es dort nur so vor Händlern, Priestern und Gräven. Und der ganze schmuddelige Charme ist dahin. Und außerdem, da es keinen Platz für mich in Somas Herzen gibt, ist mein Zuhause ohnehin längst lautlos niedergebrannt. Für sie sind Grantabrück und die Menschen darin das Wichtigste. Das ist edel und etwas, das meine Fähigkeiten übersteigt. Deshalb habe ich entschieden, mich anderswo nützlich zu machen. Bei dir, in deinem Clan. Willst du im Rabenclan leben? Und mit euch segeln und plündern, wenn ihr mich wollt. Und sieh mich an. Wer würde das nicht? Du bist herzlich willkommen, Dränger. Ein Balsam für meine Ohren. Meine Taschen sind schon gepackt. Na dann. Willkommen. Wir haben jetzt wohl eine neue Mitstreiterin. Gut, und direkt auch wieder ein paar Fertigkeitspunkte. Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Stimmt, jetzt müssen wir Randvi-Bericht erstatten, dass wir Grantabrücks hier. Also, dass wir jetzt neue Verbündete haben. Wir waren schon lange nicht mehr in Hrefnatorp. Gehen wir hier oben weiter? Machen wir da weiter? Irgendwas hatte ich über... Stimmt, das Kettenattentat wollten wir als nächstes haben, oder? Genau. Dann gehen wir doch mal hier lang. Dann ist das nur einmal hier der Attentatsschaden und dann sind wir schon da. Gut. Okay, okay. Zu Rand, wie können wir nicht laufen? Da machen wir dann doch am besten einen Jump hin.
Joa. Läuft, ne? Gut, aber dann würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, war es das mit der Folge von Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Wir rennen jetzt noch ganz kurz zu Randvi und Berichterstatten werden wir aber erst in der nächsten Folge. So. Genau. Und dann sehen wir uns mal. Kann ich eigentlich. Ja! Okay, dann warst du es doch noch nicht ganz. Wer bist denn du? Guten Tag! Ah, neue Kundschaft! Ich kenne euch nicht, Freunde. Was hat euch in unsere Siedlung geführt? Seid ihr Händler? Ah, hallo, hallo! Bist du der Anführer dieses geschäftigen Lagers? Ich spreche für ihn. Wir kommen im Namen der Tausend Augen, Händler ungewöhnlicher Waren und faszinierender Schätze aus allen Ecken der Welt. Wir sagen immer, wir haben, was du brauchst. Haben wir es nicht, brauchst du es auch nicht. Verstehe. Ah ja. Und gehört dieses Kind zu dir? Kind? Kind? Vor dir siehst du den Meister der Tausend Augen. Das Oberhaupt unserer Gilde. Eine Legende. Ein Held des Volkes. Und der reichste Händler westlich des Indus. Vor dir steht Reda. Meint er dich? So ist es, Eivor Wolfsmal. Es ist eine Ehre, dich endlich zu treffen. Woher kennst du mich? Die tausend Augen haben auch tausend Ohren. Gerüchte verbreiten sich schnell. Du bist also dieser Reda. Was genau kann ich für dich tun? Oder du für mich? Es ist ganz einfach. Gegen eine Gebühr kann ich euch Zugang zu einem Schattenmarkt verschaffen, der sich von den Dünen am Nil bis in die Moore Englerlands erstreckt. Was für eine Gebühr? Sie schwankt je nach Gegenstand, aber auf diesem Markt wird alles in Opal bezahlt. Interessant. Was für eine seltsame Farbe. Darf ich? Natürlich, du darfst ihn sogar behalten, Eivor. Ein Geschenk von Reda für deine unbezahlbare Gastfreundschaft. Nun sieh her, das sind die Waren, die ich anbiete. Okay. Puh, du Volksschild. Das kostet... okay. Die Opale sind... Draugerrücken. Das ist ein Tattoo. Ja, cool. Nichts gefunden? Kein Problem. Meine Auswahl ändert sich täglich. Du findest sicher bald etwas, das dir gefällt. Nun, da wir befreundet sind, bist du auch ein Freund der tausend Augen. Und was bedeutet das genau? Sieh dir meine Kleidung, meinen Schal an. Auf deinen Reisen wirst du meine Mitstreiter treffen. Du erkennst sie an eben dieser Kleidung. Sie sind meine Augen. Bei ihnen kannst du handeln und Aufträge annehmen. Hilf ihnen und verdiene eine hübsche Summe. Vielleicht werde ich dich dann auch einmal belohnen. Ein interessantes Angebot. Schön zu hören. Entschuldige uns jetzt bitte. Mein Gehilfe muss ein Zelt aufbauen. Dann bleibt ihr wohl eine Weile hier? Oh ja, und du musst mir nicht danken. Es ist uns eine Ehre, dies unser Zuhause zu nennen. Guten Tag. Okay, diesen Angler aufbauen. Die Fischerhütte. Gebäude abgeschlossen. So. Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidungen? Das tut eigentlich mein Großvater, aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Dankeschön.
Vielleicht solltest du dir das mal ansehen. Selva hat ihre Eltern gebeten, ein Bauernfest mal anzuhalten. Lieferung. Wenn deine Siedlung wächst, wachsen auch ihre Bedürfnisse. Versorge deine Siedlung mit einer Lieferung der benötigten Waren, um im Gegenzug eine Belohnung zu erhalten. Ah, okay. Danke! Gut, aber dann gehen wir zu Randvi und beenden die Folge. Leb wohl, Eivor! Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.